Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, LP Freerider 16. Hier bin ich bei Operation X, wie man lesen kann, und ich habe die Arbeit abgeschlossen, also eine kleine Arbeit. Und ja, hier bin ich bei meinem Agenten, bin Stufe 43. Es geht mit leichten Schritten bergauf und Inventar habe ich, glaube ich, schon gemacht. Nee, doch noch nicht. Dann würde ich mal sagen, ja, ich würde sagen, legen wir los mit den Erfolgen. 10 Kämpfe einsammeln. Pju. 50 Trainingskämpfe absolviert. 3 Fähigkeitspunkte, das kommt mir gerade recht. Dann ein Gegenstand vom Techniker modifiziert. 5 Recherchereien abgeschlossen. Immer noch 3000 Ehrenpunkte. Ja, minus 9. Ist nicht so, aber man nimmt's. 25.000 Geld insgesamt ausgegeben. Sowieso eigentlich jeden Tag aktiv. Sehr gut. 6 kann ich im Hintergrund lesen. 200 Missionen insgesamt erledigt, gut. 2500 Energie verbraucht. 50.000 Geld auf dem Konto, ich habe 200.000 Geld ausgegeben. 15, schon sehr gut. 4 Credits. Ein Item. Perfektioniert. Das ist die Waffe, wo ich übrigens gerade anhabe. Den Recherche rein. Danke, Erfahrung. Boah. Das geht bergauf. Ah, minus 20, naja. 5 Items verbessert. Habe ich auch gemacht. 75.000 Geld auf dem Konto. Da müsste jetzt 100, dann 150, 100. Steht eh dort. 2 Credits. Credits nehme ich gerne. Stufe 35 habe ich erreicht. Ja, ich glaube, bei Stufe wäre es irgendwie besser, wenn man Ehre bekommt, weil, ja. Meine Meinung. Sehr gut. 100.000 Geld auf dem Konto habe ich. 300 Energie insgesamt. Ah, jetzt habe ich es leider nicht gelesen. 300 Fähigkeitspunkte. Danke. 50 neue Gegenstände beim Quartiermeister angefordert. Super. Ja, ich habe extra bei den Erfolgen gewartet, bis ich über 30 habe, und dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich das Video. Und ich habe über 30 und das Video mache ich jetzt. Wieder 3 Fähigkeitspunkte. 15.000 Geld an einem Tag verdient. 400 Fähigkeitspunkte. Ja, Stufe 44 wäre echt cool. Ein Credit. Wunderbar. 500 Fähigkeitspunkte. 6 Fähigkeitspunkte. 25 Teamkämpfe gewonnen. Danke, nochmal ans Team. 30.000 Geld an einem Tag verdient. Plus 8 nehme ich gerne. Und 20 Teamkämpfe verloren. Stufe 44, yes. Ja, so 2 bis 4 mal, also 2 von 4 mal Energie wiederherstellt. Ach, komisch, egal. 10 von 40 Tagesmissionen erledigt, also da müsste ich wirklich hardcore spielen, und das hier soll eigentlich nur so ein Fun-Server sein. Trainingskämpfe gewonnen, 48 von 50. Ja, das mache ich jetzt aber gleich. Das mache ich dann so. Perfektioniert. Energieverbrauch Stufe 45. Yeah. Also, Statistiken. Stufe 30. Oh, Angriff. Bam. Sieg! Stufe 33. So und so. Kaputt. Schauen wir uns trotzdem den Kampf an. Ja, er hat genau nirgendwo mehr wie ich.
Nein, überspringen wir dort doch, weil sonst dauert es zu lang. Und ja, das Operation X Video möchte ich so kurz wie möglich halten, weil nicht, dass es sich irgendwie in die Länge zieht, und das will ja, glaube ich, niemand, weil jeder will, glaube ich, nur seinen Spaß am Spiel haben. Statistiken, Stufe 32. Ja, die holen mich alle ein, muss man so sagen. Jetzt muss ich aber trotzdem mal hier oben bei den Kämpfen schauen. Okay, 100. Wenn ich mir sie so ansehe, dann dürfte ich im Schnitt Ehre gewonnen haben. Zwar nicht viel, aber trotzdem. So, ein Angriff noch auf Stufe. Ach, kritische Treffer. Nachher bringt die aber nichts weiter. Muss man einfach so sagen. 5 Angriffe, 500 Ehre dazu gewonnen. Was will man mehr? Hier. 6 Siegesrausch beeinflusst die Wiederaufladerate deines Mutes. Zudem ist dein Siegesrausch bei 6. Die Aufladezeit eines Mutmungs verkürzt sich um 6 Punkte. 6 Sekunden, sorry. Finde ich cool. Ah, hier oben, wieder, 2 Belohnungen. 5000 Trainingskämpfe gewonnen. 5000 Ehrenpunkte reicht, yes. Ha. Ja, dann würde ich sagen, was killen wir mal. Also hier auf jeden Fall mal auf 110. Oder nee, mache ich lieber mal auf 105. Und ja, also bis jetzt habe ich, das wäre, na, das zeige ich euch einfach dann. Ladet hier unten kurz. Und das werde ich dann noch aufladen. Also hier ein Fitness für 17 Geld. Also da habe ich eigentlich noch nichts dazu gekauft, weil ja, hat seine Gründe, weil wenn ich jetzt zum Beispiel bis Stufe 100 warte und dann kann ich volles killen, weil in den niedrigen Low-Level-Bereichen bringt sich so und so nichts, aber naja. Das passt schon so. Inventar. Neue Ware. Ah ja, okay. Und denn jetzt kann ich eigentlich für die Perfektion machen. Hier beim Techniker kann man ziehe einen Gegenstand ja hier hin, der vom Techniker verändert werden soll. Sagen wir einfach mal die Handschuhe umbauen. Das ist so wie die Waschmaschine bei Hero Zero. Sie wurden jetzt umgebaut. So, dann Forschung, da kann man nur Waffen reinziehen. Ziehe einen Gegenstand hier hin, der weiter forschen soll. Es können Waffen, Mündungsaufsätze, Zielhilfen und Unterlaufschienen weiter verbessern. Also das könnte ich jetzt zum Beispiel auch reinhauen. Kann ich eigentlich rein theoretisch auch machen. Und hau den Anzug hier rein. Dann verbessert und in 10 Minuten geht's dann. Ja, trotzdem. Neue Ware. Plus 19. Also das spare ich auf, weil das braucht man ja für die Verbesserung. Dann plus 11, aber nicht für Credits. Ja, plus 2. Und hier beim Waffenshop plus 12, aber ich habe noch 11. Ah, nee. Plus 33. Aber bitte nicht für 7 Credits. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, nicht trotzdem, sondern ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Euer LP Freerunner 16. Ciao!